Wenn du Kleinunternehmer bist, musst du unbedingt am Ende eines jeden Jahres deinen Umsatz überprüfen. Weil unter Umständen fällst du aus der Kleinunternehmerregelung heraus und musst ab dem 1. Januar des nächsten Jahres Umsatzsteuer ausweisen. Wie du das genau machst und welche Konsequenzen das für dich haben könnte, das erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und die Kleinunternehmerregelung ist eine Bürokratieerleichterung. Das heißt, du weist auf deinen Rechnungen keine Umsatzsteuer aus, machst keine Umsatzsteuervoranmeldung und musst auch keine Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen. Damit du das in Anspruch nehmen kannst, also die Kleinunternehmerregelung, musst du allerdings Voraussetzungen erfüllen und die sind abhängig von deinem Umsatz. Und zwar einmal von deinem Umsatz im Vorjahr. Im Vorjahr darfst du nicht mehr als 22.000 Euro Umsatz im gesamten Jahr gemacht haben und im laufenden Jahr darfst du voraussichtlich nicht mehr als 50.000 Euro Umsatz machen. Ehrlicherweise, in der Praxis spielt die 50.000 Euro Grenze fast keine Rolle. Hier geht es nämlich um den voraussichtlichen Umsatz. Wenn du tatsächlich mehr Umsatz machst, also 60.000 oder 70.000, spielt das keine Rolle und du bist in diesem Jahr trotzdem Kleinunternehmer. Aber die 22.000 Euro Grenze, die ist in der Praxis sehr, sehr wichtig. Denn wenn du in diesem Jahr beispielsweise schon bei 25.000 Euro Umsatz bist, dann bist du im folgenden Jahr ab dem 1. Januar umsatzsteuerpflichtig und musst auch Umsatzsteuer ausweisen. Deswegen solltest du als Kleinunternehmer jeden Dezember einmal in deine Buchhaltung schauen und ganz genau nachrechnen, wie viel Umsatz du denn im laufenden Jahr gemacht hast. Das Ganze bedeutet also, wenn du in diesem Jahr, also bis zum 31.12. mehr als 22.000 Euro Umsatz gemacht hast, bedeutet das, dass du ab dem 1. Januar nächsten Jahres Umsatzsteuer ausweisen musst und umsatzsteuerpflichtig bist. In diesem Zusammenhang bekomme ich immer wieder die Frage, wie sich das Ganze denn verhält, wenn ich zwar unter diesen 22.000 Euro liege, aber einfach keinen Bock mehr habe auf die Kleinunternehmerregelung. Kann man auch freiwillig darauf verzichten? Und die positive Antwort ist, ja, kann man. Du kannst, auch wenn du beispielsweise 15.000 Euro Umsatz gemacht hast in diesem Jahr, ab dem 1. Januar nächsten Jahres Umsatzsteuer ausweisen und Umsatzsteuer zahlen. Da hast du dann einige Vorteile mehr. Wichtig an dieser Stelle ist allerdings, wenn du freiwillig auf die Kleinunternehmerregelung verzichtest, also freiwillig zur Umsatzsteuer optierst, dann bindest du dich für 5 Jahre. Also du kannst nicht freiwillig jedes Jahr irgendwie wild hin und her wechseln, sondern wenn du unter den Grenzen bist, dann Umsatzsteuer ausweist nächstes Jahr freiwillig, dann musst du das mindestens 5 Jahre machen, bevor du wieder zur Kleinunternehmerregelung wechseln kannst. Doch was heißt das Ganze? Also was passiert denn eigentlich genau, wenn du jetzt ab dem 1. Januar kein Kleinunternehmer mehr bist? Naja, die erste Regelung ist, du musst Umsatzsteuer ausweisen. Das heißt, du nimmst die Preise, die du für deine Dienstleistungen und Produkte hast und packst nochmal obendrauf Umsatzsteuer. Dadurch verändert sich dein Bruttopreis. In der Regel haben wir in Deutschland 19% Umsatzsteuer. Es gibt aber auch Vereinfachungs- und Vergünstigungsregelungen. Das heißt, unter Umständen sind deine Umsätze auch nur mit 7% zu besteuern oder unter Umständen sogar komplett umsatzsteuerfrei. Wenn du dich mit dem ganzen Thema Umsatzsteuer noch nicht so richtig auskennst, dann schau unbedingt bei dem Video mal vorbei, was ich dir jetzt oben rechts verlinke. Da habe ich das ganze System der deutschen Umsatzsteuer einmal erklärt und ja, wenn du da noch neu bist, dann schau dir das unbedingt einmal an. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite bekommst du ja auch ständig Rechnungen und in diesen Rechnungen steht Umsatzsteuer. Also bei Reisekosten, bei deiner Telefonrechnung, beim Kauf eines neuen Laptops und so weiter. Da bekommst du ja Rechnungen und in diesen Rechnungen ist Umsatzsteuer. Diese Umsatzsteuer für deine Ausgaben, die kannst du dir tatsächlich wiederholen und zwar vom Finanzamt. Das machst du immer im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung. Und die musst du, wenn du in diesem Jahr Kleinunternehmer warst, im nächsten Jahr nicht mehr, im nächsten Jahr quartalsweise abgeben. Das heißt, dein Voranmeldezeitraum ist das Quartal. Das heißt, du machst einmal im Quartal deine Buchhaltung und übermittelst die Umsatzsteuervoranmeldung. Und in diesen Umsatzsteuervoranmeldungen verrechnest du deine Umsatzsteuer mit den Vorsteuerbeträgen und dann zahlst du den Betrag ans Finanzamt oder bekommst, wenn du mehr Vorsteuer gezahlt hast, als Umsatzsteuer eingenommen hast, bekommst den Betrag vom Finanzamt erstattet. Und das ist es im Wesentlichen auch, was du machen musst. Du weist also Umsatzsteuer aus, du machst eine regelmäßige, also quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung und machst einmal im Jahr, wie du auch heute schon machen solltest, eine Umsatzsteuerjahreserklärung. In diesem Zusammenhang hast du wahrscheinlich im Januar eine Frage. Und zwar, was mache ich denn mit Rechnungen, die ich noch in diesem Jahr gestellt habe, die du nächstes Jahr überwiesen bekommst? Das heißt, du hast im Dezember irgendeine Dienstleistung ausgeübt und die in Rechnung gestellt. Natürlich ohne Umsatzsteuer, weil in diesem Jahr bist du ja noch Kleinunternehmer und das Geld bekommst du erst im nächsten Jahr. Aber im nächsten Jahr buchst du ja schon alles mit Umsatzsteuer. Was machst du denn mit den alten Rechnungen, die dir erst im nächsten Jahr bezahlt werden? Und da habe ich eine gute Nachricht für dich. Die buchst du natürlich ohne Umsatzsteuer. Das heißt, die Rechnungen, die du in diesem Jahr ja korrekt ausgestellt hast und da ist keine Umsatzsteuer drauf, dann buchst du den Geldeingang im nächsten Jahr natürlich auch ohne Umsatzsteuer. Wichtig ist nur, dass du ab dem 1. Januar keine Rechnungen mehr ausstellst, die keine Umsatzsteuer enthält.
Dieses ganze Thema ist unglaublich wichtig und es liegt in deiner Verantwortung. Denn das Finanzamt wird es dir nicht mitteilen oder nicht rechtzeitig mitteilen. Das Finanzamt weiß ja gar nicht, wie viel Umsatz du machst. Das Finanzamt hat überhaupt gar keinen Überblick darüber. Das Finanzamt erfährt deine Umsätze erst, wenn du die Steuererklärung abgibst. Und die machst du in der Regel ja erst im Laufe des folgenden Jahres oder vielleicht sogar erst übernächsten Jahres. Das heißt, wenn du im Juli nächsten Jahres deine Steuererklärung machst, bekommst du vielleicht im August oder im September deinen Steuerbescheid. Und wenn das Finanzamt da feststellt, dass du in diesem Jahr eigentlich schon über dieser Umsatzgrenze gewesen bist, dann wird das Finanzamt dir mitteilen, dass du rückwirkend seit dem 1. Januar bitte Umsatzsteuer abführen musst. Und das wird wirklich teuer. Viele Selbstständige, die das nicht von sich aus prüfen, geraten so in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten. Deswegen bedeutet das für dich, beziehungsweise für jeden Kleinunternehmer, prüfe selbstständig deine Umsätze, und zwar jeden Dezember. Und wenn du über 22.000 Euro bist, ist es deine Verantwortung, erstens die Umsatzsteuer auszuweisen und zweitens es auch proaktiv dem Finanzamt mitzuteilen. Denn du kannst als Kleinunternehmer ohne Mitteilung beim Finanzamt gar keine Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Beim Finanzamt muss ein Signal gesetzt werden, dass du umsatzsteuerpflichtig bist. Sonst kannst du gar keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben und die werden einfach abgelehnt. Das Finanzamt weiß es von sich aus aber nicht. Das heißt, wenn du heute siehst, dass du in diesem Jahr über 22.000 Euro Umsatz bist oder du freiwillig darauf verzichtest, dann schreibe eine E-Mail an das Finanzamt, teile ihnen mit, dass du ab dem 1. Januar kein Kleinunternehmer mehr bist und quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben möchtest. Dann können sie für dich das Umsatzsteuersignal anstellen und dann kannst du auch die quartalsweisen Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Den größten Fehler, den du machen kannst, ist, nichts zu tun, weil dann wird das Finanzamt dir mit dem nächsten Steuerbescheid mitteilen, dass du bitte rückwirkend die Umsatzsteuer noch ausweisen und abführen musst. Und das ist finanziell wirklich gefährlich. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du dir allerdings bei dem ganzen Thema denkst, dass das viel zu nervig ist, dass du das gar nicht im Blick haben kannst, dass du lieber einen Steuerberater hättest, der sich darum kümmert, oder wenn du in diesem Jahr Kleinunternehmer warst und im nächsten Jahr nicht mehr und jetzt plötzlich eine Buchhaltung unserer Steuervoranmeldung machen musst und dir denkst so, oh Gott, dafür habe ich ja gar keine Zeit und gar keinen Nerv, dann gib das doch an den Steuerberater ab. Und da habe ich auch einen abschließenden Tipp für dich. Uns! Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und machen auch gerne deine Buchhaltung und deine Umsatzsteuervoranmeldung. Dann musst du dich um das Ganze nicht mehr kümmern. Wie unsere Zusammenarbeit aussehen könnte, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Kannst aber natürlich auch erstmal weitere Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel das hier oder das hier.